Willkommen bei Rising World mit Wolle 158. Heute wird gebaut. Und zwar an unserer Burg. Soweit hat sich hier jetzt erstmal ein Schwein vom ganzen Raubzug, konnte ich jetzt erstmal schön viel Felle machen. Da habe ich also mehr als genug jetzt da zu liegen. Und ja, hier habe ich erstmal noch so einen kleinen Ofen gebaut. Allerdings auch diese Art zum Bauen geht natürlich dann nur im Kreativmodus her. Also schauen wir weiter. Ich bin drinne im Kreativmodus. Ihr seht es rechts oben an dieser Leiste. Und wir fliegen jetzt mal hoch. Ich habe soweit erstmal ein bisschen was vorbereitet, dass ihr langsam mal einen Überblick bekommt, wie unsere Brücke werden soll. Also bis hierhin sind wir gekommen. Hier hat man gesagt, machen wir einen Turm hin. Der ist jetzt erstmal soweit, wenn wir von unten kommen, von der Treppe. Machen wir noch mal kurz runter. Bis hierhin sind wir gekommen letztes Mal. Hier ist dieser Gang. Das wird noch ein bisschen denn im Kreativmodus hier ausgleichen. Ja, das soll ja so ein bisschen natürlich ruhig bleiben, das sowieso nicht. Das wird alles schön noch ein bisschen gerundet mit Haken und Hammer. So, dann kommen wir rauf hier und haben dann hier erstmal gleich den Eingang für den Turm hier. Das kann Waffenkammer oder Vorratsraum sein. Und dann geht es hier hoch zum Turm. So, das ist erstmal soweit grob fertig hier. Das ganze Teil, wir haben hier, falls es mal nicht neblig ist, eigentlich einen wunderbaren Ausblick hier. Richtig schick geworden. Gut. Dann geht's weiter. Hups, gehen wir runter. Wenn wir hier rauskommen, dann haben wir hier nochmal den so einen Vorgang, dass wir hier auch nochmal Überblick haben, überwachen. Ich habe Felsen so weit stehen lassen, wie es nötig war. Und hier geht es dann raus. Das wird es wahrscheinlich noch sauber. Ich glaube, weiß ich noch nicht. Vielleicht lasse ich es auch. Hier kommt der Bogen rein. Wie gesagt, das ist erstmal nur alles grob gebaut. So, hier habe ich ein paar Versuche jetzt erstmal gemacht. Und zwar um hier Wege und Versorgung muss ja bei Belagerung so eine Burg auch haben, eine eigene Versorgung. Und mal gucken, höchstwahrscheinlich werde ich die Beete so abgrenzen, wie ich es jetzt hier gemacht habe, mit Rundbalken, die dann einsetzen hier. Die Wege habe ich mich noch nicht entschlossen, entweder mal Kieswege hier rein oder Sandwege hier rein. Kommen natürlich Büsche, Bäume, Apfelbäume, kommt alles hier rein. Gut, hier kommen Werkstätten rein, hier kommt die Schmiede rein, hier gehen wir gleichzeitig noch nach unten. Da unten werden wir uns noch einiges einfallen lassen. Hier kommt ein weiterer Turm noch hin mit Wachgebäude. Hier ein Wirtschaftsgebäude. Hier kommen dann praktisch die Unterkünfte der Armeeren, des Wachpersonals. Von hier aus habe ich auch noch eine Idee, kommen wir später zu. Und hier geht es dann praktisch hoch, erstmal angedeutet. Und hier kommen wir dann auf den Haupthof rauf. Natürlich Angestelltengebäude, hier kommt die Haupthalle rein. Die Haupthalle ragt natürlich noch weiter in den Berg rein und von hier aus, fliegen wir mal hoch, erstmal jetzt so weit fertig gemacht, geht es hier hoch und hier kommt der große Bergfriedhof. So, als erstes müssen wir hier noch ein bisschen kleiner machen, dann werden wir mal mit den Treppen dort anfangen und dann mal gucken, ob wir so weit hinkommen, eventuell werde ich hier noch ein bisschen Berg ran kaschieren müssen und dann werden wir mal schauen. So, dazu können wir unsere Tools nutzen. Als allererstes nehmen wir mal das Tool F5 für unsere Landschaftsgestaltung, für Terrain und mit Enter-Taste haben wir dann so eine Platte. Die Platte, die machen wir dann mit Plus größer. Und dann mit Bild auf, Bild ab können wir die Höhe bestimmen. Ja, so höher, niedriger.
Da sehen wir, reicht es schon raus. Und jetzt können wir uns das nämlich ganz nur so anlegen, wie wir das brauchen, also noch ein Stück niedriger. Und die Höhe sollte dann eigentlich, gucken wir mal, da sehen wir es, ja, der kommt wunderbar dann ran. Ja, und dann brauchen wir nur noch die rechte Maustaste drücken und aber oben noch vorsichtshalber gleich einstellen. Stein, dann können wir mit der Maustaste drehen, da haben wir Stein. Und wenn wir jetzt hier loslegen, mit linker Maustaste, müssen wir natürlich die 1 noch einstellen. Habe ich vergessen jetzt. So, die 1 und jetzt bei rechter Maustaste. Dann nehmen wir einfach den Berg hier weg und haben das erstmal so weit gerade. Sehr schön. So, als Fußboden hier unten werden wir Holz nehmen. Da machen wir es uns jetzt auch einfacher, dass wir auch hier ein bisschen vorankommen gleich. Da nehmen wir jetzt die Taste F6 und nehmen da die 4. Da kann man nämlich ganze Bereiche festlegen oder wir machen es anders. Ja, Taste F6 nehmen wir und nehmen da natürlich die 2. So, und jetzt können wir hier festlegen, was wir an Blöcken haben wollen. Wir markieren erstmal hier gleich die eine Ecke. Jetzt gehen wir ran mit I über die Übersicht der ganzen Texturen und suchen uns jetzt da die Textur raus, die wir hier reinbringen wollen. Und für so einen Turm könnten wir entweder nehmen wir diese Balken, oder die hier, oder haben wir noch was an Holz hier? Ne, Holz sieht ein bisschen mau aus. Ja, dann machen wir richtig alte Balken. Dann machen wir das eben hier mit. Wir schauen mal, wie das aussieht. Kann ja jederzeit gewechselt werden. So, machen wir einfach einen Doppelklick drauf. Und jetzt markieren wir einfach die andere Ecke. Und Rechtsklick und schon haben wir das ausgelegt. Ja, sieht gut aus mit den runden Balken. Gefällt mir. Gut. Die Ecken vom Turm. Jetzt gehen wir mal wieder mit der F4 in unser normales Menü. Ihr seht, ich habe alles Material, was ich hier verbauen will, mit bei. Und lege, die kann ich jetzt erstmal wegmachen. Und ich brauche ja hauptsächlich jetzt erstmal diese Steine und die, das ist für das Mauerwerk. So, erstmal hier die Ecksteine, die ich festlegen will. Die brauchen wir, da will ich hier das wegschlagen. Eckstein angesetzt und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier runterkommen. Ob er denn hier auch wirklich irgendwo rein geht, wenn wir da zu tief müssen, ja fast bis auf den Boden. Müssen wir hier noch ein bisschen Felsen anbauen. Ne, so ist das aber okay, wunderbar. So, das machen wir natürlich dann hier auf der Ecke genauso. Das ist noch gar nicht die Ecke. Da müssen wir jetzt nämlich aufpassen. Jetzt brauchen wir erstmal die Treppen hier. Und da habe ich meine Treppen. Wo sind die anderen? Da sind sie. Legen wir erstmal die Treppen noch mit ein. Und jetzt können wir sie hier erstmal so weit immer auf 4 Breite will ich machen, ja. Ja. Und dann können wir uns bis hoch bauen hier. So. Und dann werden wir ja sehen, wie weit wir denn mit unseren mit unserer Ecke da kommen. Ja, das da oben, das wird dann so eine Art Bergfried werden. Das heißt, vom Schloss aus, was hier unten ist, kommt man dann natürlich auch durch den Gang in den Bergfried drin. Wir werden natürlich auch noch einen Fluchtgang durch den Berg da bauen.
Wie gesagt, da habe ich auch schon eine wunderbare Idee. So, das heißt also, bis hierhin sind wir gekommen, dann wäre die Abschlussmauer im Grunde genommen, und dadurch, dass ich die immer mit einem Vorsprung mache, wäre die praktisch dann hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt füllen wir wieder diesen Bereich aus. Heißt also, wir wechseln wieder in die F6 und wir haben dann unsere Balken hier drin, klicken den ersten an, klicken hier an und jetzt können wir mit der Pfeiltaste rüber gehen und schon haben wir hier unsere Balken aufzuliegen. So. Dann werden wir das Mauerwerk jetzt erstmal weitermachen, zurück mit Taste F4 und wir suchen unser Mauerwerk her. Das würde heißen bis hierhin und dann bis dahin. So, damit hätten wir hier unsere Treppe. Das wäre also der Eckpunkt dann hier. Das heißt also, hier müssen wir jetzt unseren Vorsprung dran bauen. So, und dann gucken wir mal, wie tief wir jetzt da runter müssen. Denn da hat man ja immer noch Möglichkeit nachher, dass wir das irgendwie ausbauen können. Und das geht mir fast ein bisschen zu tief, oder? Nö, das passt eigentlich. Wir gucken einfach mal. Und dazu werden wir hier auf der Ecke noch ein Teil aufsetzen jetzt erstmal. So, dann gucken wir mal, wann der verschwindet hier. Ups, der verschwindet eigentlich schon mal recht schnell. Dann gehen wir mal bis hoch und gehen mal bis hierhin. Und von hier aus geht es ja auch runter, dann sehen wir hier auch erstmal schon, wie weit er rein geht hier. Da ist er dann verschwunden im Berg. Dann passt es schon, dann gucken wir mal gleich, wie das aussehen würde. Mal bis hierhin, mal gucken jetzt. Ja, passt gut. Also können wir jetzt Folgendes machen. Wir gehen wieder rein in die F6. Gehen mal schon an die erste Stelle ran. Und wählen jetzt unser Mauerwerk. Mal sehen, ob ich es gleich wieder finde. Ich glaube, ja, das war die 120 ist das. So. Und markieren jetzt bis hier runter. Können wir eigentlich gleich bis da runter markieren. So, jetzt ist der aber ein Stück weiter rüber gegangen und das können wir einfach machen. Mal ausprobieren, Pfeiltaste nach links und schon sitzt er jetzt richtig in Position. Rechtsklick, fertig. So, dasselbe machen wir hier auch. Wir setzen hier an. Und dann gehen wir einfach mal bis circa hier hin. So, dann haben wir zumindest drin. So, jetzt linke Pfeiltaste. Und wir können bestätigen. Ja, hätten wir gleich noch ein bisschen tiefer machen sollen. Ja. Machen wir den nochmal. Immer rechte Pfeiltaste. Gehen wir vorsichtig aber noch ein bisschen weiter runter und jetzt nehmen wir einfach die Bild nach unten. So, sollte ausreichen. Schon ist die Wand auch zu. Dann haben wir das auch erstmal. So, jetzt geht es hier natürlich höher. Wir müssen aufpassen. Das wird ja hier ein Absatz. Da können wir nachher noch entweder halt offene Zinnen hinmachen. So, ich bin wieder in der
F4-Rennen gegangen. Dann gucken wir mal, wie weit das hier geht. Da geht der Rinnenberg, dann reicht es bis hierhin. Und er müsste jetzt eigentlich, ja, das geht schon mal. So, hier könnten wir ansetzen und runter. Sollte ausreichen. Und das wäre dann wieder der Vorsprung. Und der muss eigentlich hier raufkommen. Den kommt da noch nicht. Da sind wir, haben wir oben eins zu wenig gemacht. Das werden wir dann noch sehen. Ja, das ist eins zu wenig. Da ja, müssen wir mal gucken, dann wie weit noch hinziehen. So. Dann brauchen wir jetzt wieder Treppen. Das heißt also, wir werden einfach mal jetzt die Ähne hier so hin machen, dann kann man das nämlich eins weiter rüber schieben dann hier. Bis dahin. Ne, war schon richtig. Die soll ja eins weiter eingerückt sein, ja. Also nicht die, sondern hier. So, und dann machen wir, sind wir nicht so geizig mit dem Platz. Eins, na, ne. Eins, zwei, Dreier. Dreier Breite, ja, das reicht. So, jetzt können wir die auch erstmal gleich hier. Ah, hier muss man immer natürlich aufpassen, dass wir nicht zu füllen machen hier. Festhalten, links, rechte Maustaste und schon ist platziert. So, sind wir gleich oben. Und ziehen auch gleich erstmal die Mauer. Hier arbeiten wir noch nicht nachher mit den Holztools. Da kommen wir noch extra zu, wenn wir zum Beispiel halbe Mauern machen wollen und so weiter und so fort. Das zeige ich euch separat. So, F6. Wir müssten eigentlich noch die Mauer drin haben. Denke ich mal. Ja, die ist noch drin hier. Also brauchen wir jetzt einfach nur. Machen wir es hier oben. Da ansetzen. Und hier ansetzen. Rechtsklick, fertig. Die entsprechenden Fenster, das können wir nachher immer noch einsetzen. So, hier, diese Stücke werden wir nicht ausfüllen. Wir zählen jetzt einfach mal ab. Und zwar 5 Stück. Also erstmal wieder F4, dass wir raus sind hier. Nehmen uns das wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Gehen erstmal bis rüber hier, dass wir wieder unsere Orientierung hier haben. So, das sitzt, ne, der muss eins weiter vor. So muss er hin. Das sieht sonst bescheuert aus. So, und den natürlich hier noch rübergezogen bis hierhin. Ich mache erstmal kurz wieder Licht hier. So. Hier werden wir dann, das kommt als Fachwerk. Hier kommt eine Schrägerin, dann auf jeden Fall. Dann gucken wir aber erstmal, dass wir das ausfüllen mit Mauerwerk wieder. Dann schauen wir mal. Einmal hier oben anklicken. Und einmal hier unten anklicken. So. Dann haben wir das soweit auch schon mal. Und das werden wir natürlich erstmal so lassen. Erstmal so lassen. Hier kommt auch Fachwerk hin als Wehrgang.
Hier weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht werden wir das hier mit einbauen. So, der Baum, den müssen wir erstmal wegnehmen hier. Halt, F4. Der kommt erstmal weg. So. Dann gucken wir mal, wie hoch wir hier kommen. So, die erste Etage nehmen wir hier mal 6 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt haben wir 6 höher. Dann machen wir mal ruhig ein bisschen höher, denn das wäre dann die erste Etage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt haben wir eine Höhe von 7 denn für die Halle. Für den untersten Eingang, den können wir auch erstmal gleich bis hier reinziehen. So. Und dann kommt hier natürlich Fachwerk hin. Und das wird dann mit Holzbalken abgesetzt. So, hier kommt zu und hier machen wir vielleicht lasse ich das noch offen, dass das zum Wehrgang noch mit zugehört. Müssen wir mal schauen. Könnten wir eigentlich machen. Ich werde erstmal hier die Mauer noch ziehen. Hier sind wir, hier könnten wir ruhig. Ne, das lassen wir dann so. Das lassen wir so. Das lassen wir so. Dann werden wir erstmal hier weitergehen. Hier machen wir das auch erstmal so weit. Können wir denn ruhig? Wir ziehen erstmal hier rüber. Was wir jetzt dann nachher, ob wir die Steine noch mal wegnehmen, weiß ich noch nicht. Aber das könnte schon ganz vernünftig werden. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist dann genügend Platz. 2, 3, 4, 5. Da oben wohnt dann der King drin. Und von da aus werden wir natürlich auch dann verschiedene Verstecke machen und Gänge machen, wo er sich verdrücken kann, ja. So, die Ecke auch noch weg, ja. Und den einfach runtergezogen. Mal gucken, wann er verschwindet. Das ist gut, ja, das ist nicht allzu tief. Und hier ganz genau dasselbe. Ich hoffe nur, dass wir nicht noch ein Stück Felsen hier anbauen müssen. Jetzt ist er weg. Na, no, das ist auch gut. Und dann machen wir mal gleich zu. Und zwar, wir müssten ja noch drinnen haben. F6. Und hier kommt noch eins weiter vor. Hat nicht aufgepasst hier. Ja. Ja, das machen wir dann noch. Auf jeden Fall kann hier zu. Das heißt, angeklickt. Dann nehmen wir hier den untersten, den wir erreichen können. Und mit Pfeiltaste noch mit Bild runter. Eins tiefer, dann ist das wirklich richtig drin hier. Rechte Maustaste, wunderbar. So, jetzt werden wir das gleich korrigieren, sonst denke ich wieder nicht dran hier. Und dann müssen wir normal bauen. Ja. So, das heißt also hier. Das muss rüber bis hier hin. Ne, war schon. Ja, und da nochmal. Das ist der nämlich hier. Ja, genau. Da können wir ruhig eins zurückversetzen. So. Das wäre das. Richtig passt. Wackelt und hat Luft. Und der muss natürlich hier runter. Bis hier unten hin. Ruhig ein bisschen weiter versenken.
gut. Dann müssen wir den nochmal wegnehmen hier und da kommt dann unser normales Mauerwerk nämlich hin. So, wie weit wir denn später den Turm noch ausfüllen. Wie gesagt, ich mag es ja, wenn ein Haufen Gänge drin sind und Haufen Kammern und das ist dann immer am interessantesten. So, dann werden wir mal hier einfach jetzt ist der Tiefe noch drin, ja. Und dann kann man hochziehen hier und damit ist das zu, genau. So, die andere Seite machen wir jetzt natürlich genauso. Da brauchen wir wieder DF6. Setzen an. Mal hier irgendwo ansetzen. Bei dem hier. Und dann Bild nach unten. Der ist drin. Wunderbar, ist zu. Stimmt doch trotzdem nicht. Stimmt doch trotzdem nicht. Weil da zwei sind hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Bis dahin, bis dahin, bis dahin. Und hier müsste nämlich einmal halt. Das ist der falsche. So. 1, 2, 3. Der muss runtergehen, ja. So, der muss runtergehen. Und der kommt wieder weg hier. So, und dafür kommt der hin. Gut, und hier muss es nämlich von hier gehen. Ja. Hier haben wir nicht mehr allzu viele, da brauche ich nicht extra hier das Tool zu nehmen. Da noch einen drin, da noch einen drin. Und oben kann man das jetzt rüberziehen. Genau, so stimmt das jetzt. Und der kommt natürlich hier auch weg. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Wir können das ruhig so machen, dass das als Vorsprung ist. Das Einzige, was wir nicht, die Wand hier, die werden wir nochmal wegnehmen. Das können wir machen mit der Taste F7. Klicken wir das erste Teil an. Klicken unten das Teil an. Und sagen dann einmal nach links nur die Pfeiltaste genommen. Und jetzt drücken wir Shift und sagen nochmal nach links und damit ist er drin geschoben. Und sagen wir nur Taste entfernen. Sollte eigentlich funktionieren mit Taste entfernen. Ach nee, wir müssen noch festlegen, dass das die 4 ist, nämlich Blöcke. So, und jetzt Taste entfernen und wir haben es raus. Genau, denn wir müssen das nämlich 1 weiter reinsetzen. Gut, dann nehmen wir wieder die F6. Und müssten ja noch unsere Teile hier drin haben und der geht nämlich von hier. Von da geht er ab und reicht dann bis hier runter, Bild runter, ein paar Mal noch, weil es auf der Seite noch nicht ist. Das sollte ausreichen. Und hier muss er auch zu sein von der Seite. Jetzt ist er zu. So, bis hierhin. Das heißt also, wenn wir später vielleicht das auch noch holen machen, ja, dann haben wir schon unsere Wände da. So, jetzt stimmt es so, wie ich es haben wollte. Okay, und hier, nee, können wir doch nicht so machen. Ja, können wir doch nicht so machen. Also müssen wir wirklich außen aufsetzen hier, diese Teile. Und
Damit hat man dann. Liebe Leute, leider ist die Zeit schon wieder um. Und wir haben 30 Minuten schon wieder jetzt hier weggeknallt. Das geht ruckzuck. Obwohl ich mich jetzt schon beeilt habe hier mit Bauen und schon einiges vorbereitet habe. Aber ihr seht jetzt selber, dass leider die Zeit um ist und wir zusehen müssen. Bis hierhin noch. So, und wir zusehen müssen, dass wir das nicht zu lange machen, die Videos hier. Dann wird es vielleicht auch für den einen oder anderen dann zu langweilig. Ja, soweit sind wir jetzt erstmal gekommen. Und da werden wir auch weiterbauen beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich habe hier, wenn wir uns jetzt mal auf die Map anschauen, wir sind hier drinnen und das wird eine ganz schön große Anlage, aber ich denke mal, da können wir unsere Fantasie richtig freien Lauf lassen. Ja, ich habe natürlich auch schon mal weitergebaut. Dazu zeige ich euch vielleicht beim nächsten Mal was. Okay, damit sagt euch erstmal Tschüss, euer Wolle158. Bye, bye.